9 Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme, beantwortet in meinem Ratgeber. Eine Frage davon heute hier beantwortet für dich. Wie schaffst du es, dass dein Kind flüssiger liest? Hallo, mein Name ist Diana Wegel, Lehrerin und Gründerin vom virtuellen Klassenzimmer. Meine Mission ist es, dass jedes Kind mit Leichtigkeit lernen kann. Und heute hier in diesem Video soll es um das flüssige Lesen gehen. Wie schaffst du es, dass dein Kind flüssiger liest? Diese und weitere 8 Fragen habe ich für dich in meinem kostenlosen Ratgeber für Eltern beantwortet. Wenn du Interesse hast auch an den 8 anderen Fragen oder diese gerne auch nochmal schriftlich haben möchtest, dann schau doch mal unten in die Beschreibung nach, dort findest du das. Heute geht es darum, wie schaffst du es, dass dein Kind flüssiger liest? Nun, das lass uns erstmal gemeinsam ein bisschen aufdröseln. Als allererstes ist meine Empfehlung an dich, ist denn dein Kind mit allen Buchstaben wirklich sicher vertraut und kann diese in die dazugehörigen Laute übersetzen? Du weißt ja, es gibt den Buchstaben, der klingt so, wie er im Alphabet sich anhört, und diesen kann ich aber auch in den entsprechenden Laut übersetzen. Damit dein Kind erfolgreich lesen kann, muss es alle Buchstaben in die entsprechenden Laute übersetzen können. Also nehmen wir als Beispiel das K im Alphabet, A, B, C, D, E, ist es ein K, und als Laut spricht man es als K aus. Oder das M ist ein M. Hier im ersten Schritt ist meine Empfehlung an dich, damit dein Kind wirklich flüssiger lesen kann, überprüfe doch einmal bitte alle Buchstaben und schau, ob dein Kind diese Buchstaben sicher in Laute übersetzen kann. Kannst du dir kleine Karten zum Beispiel vorbereiten oder du zeigst einfach mal auf alle Buchstaben und lässt dir von deinem Kind den dazugehörigen Laut benennen. Denn flüssiges Lesen kann nicht funktionieren, wenn dein Kind das K wirklich als K abgespeichert hat. Weil wie soll es dann zum Beispiel Kerze lesen? Es kann ja Kerze nicht lesen, weil es ja immer das Gefühl hat, da steht ein K Erze. Ja, deswegen ganz, ganz wichtig, der erste Schritt, wenn du möchtest, dass dein Kind flüssiger liest, schau einmal nach, ob da vielleicht noch unbekannte Laute sind, und dann trainiere erstmal diese mit deinem Kind. Mein zweiter Schritt, meine zweite Empfehlung an dich ist vielmehr eine Frage an dich. Weißt du denn, bei welcher Lesestufe dein Kind gerade steht? Wenn du jetzt vielleicht sagst, Lesestufe, dann möchte ich dir sagen, ganz, ganz wichtig ist, dass du wissen solltest, dass dein Kind in einzelnen Stufen das Lesen lernt. Und dass es ganz wichtig ist, dass wenn du deinem Kind das dazugehörige Lesematerial gibst, dass das auch der Lesestufe deines Kindes entspricht. Hier haben wir leider ein sehr großes Problem, denn wenn ich, egal welches Buch oder ich habe noch keins gefunden, ich aufschlage, ich finde bereits auf der ersten Seite, auch wenn es ein deklariertes Buch für Erstklässler ist, bereits auf der ersten Seite Wörter, die dein Kind aber erst lernt, wenn es bei der letzten Lesestufe angelangt ist. Das bedeutet, wenn es jetzt also diese Seite lesen soll, dann ist das schier unmöglich für dein Kind, weil es einfach noch nicht diese einzelnen Stufen durchdrungen automatisiert hat. Deswegen ganz wichtig für dich, wenn du möchtest, dass dein Kind flüssiger liest, dann gib deinem Kind genau das Lesematerial, was wirklich genau der Lesestufe deines Kindes entspricht. Ja, wenn du in meinem virtuellen Klassenzimmer bist, dann hast du genau da das passende Material und kannst zu Hause mehr Leichtigkeit ins Lesen bringen. Wenn du noch nicht drin bist, hier meine freundliche Einladung, kannst es gerne kostenfrei ausprobieren. Dann hast du genau das Lesematerial, was dein Kind den Leselernprozess erleichtert. Ja, also als zweites ganz wichtig, das Lesematerial muss zur Lesestufe deines Kindes passen. Als drittes, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, dass ihr einmal schaut, dass ihr wirklich verbindliche Lesefenster vereinbart. Also dass das Lesen bei euch ein festes Ritual ist, was immer wieder stattfindet. Denn es ist so simpel wie einfach, das Lesen lernt man durch Lesen. Also wenn du möchtest, dass dein Kind flüssiger liest, dann ist es wichtig, dass dein Kind auch wirklich regelmäßig liest. Und dafür ist es wichtig, dass ihr zu Hause Leserituale habt, sodass du jetzt nicht zum Beispiel am Wochenende
merkst, ja, oh Mensch, jetzt sind wir in der Woche gar nicht zum Lesen gekommen, hat mein Kind gar nicht gelesen. Und so kommt eben auch keine Flüssigkeit ins Lesen rein. Also deswegen ganz wichtig, schafft verbindliche Rituale, damit dein Kind auch wirklich die Möglichkeit hat zu lesen. Und ganz, ganz wichtig als vierten Punkt, was ich dir auf dem Weg mitgeben möchte, vielleicht ist es so, dass dein Kind sich alles bereits erlesen kann, aber es ist noch nicht so richtig flüssig, was es da macht. Dann könnt ihr zum Beispiel mal den Leseroboter ausprobieren. Vielleicht kennst du den Leseroboter schon. Da ist es so, dass dein Kind beim Lesen, wenn es dir etwas vorliest, deine Hand hält. Und sobald dein Kind über ein noch schwieriges Wort stolpert, kann es deine Hand drücken und in dem Moment liest du das Wort vor. Und das hat eben den positiven Effekt, dass du nicht immer wieder korrigieren musst, nein, da steht das und hier steht das und guck mal da genau hin, sondern das sorgt eben dafür, dass mehr Flüssigkeit ins Lesen reinkommt, weil dein Kind sich dann eben nicht zwischendrin immer so doll anstrengen muss, sondern eben die Gewissheit hat, es kann einfach deine Hand drücken und dann liest du das Wort. Und als fünften Tipp, den ich dir noch mit auf den Weg geben möchte, könnt ihr mal versuchen, euch die Seiten aufzuteilen. Also das habe ich mit meiner Tochter auch ganz viel gemacht, als sie an der Stelle war, dass sie alles lesen konnte, aber dass es noch nicht so ganz flüssig war, dass sie zum Beispiel alle Seiten gelesen hat, die hinten auf eine 5 und auf eine 0 endeten, also die Seitenzahlen. Die Seiten hat sie gelesen und die anderen Seiten habe ich gelesen. Und das hatte eben den positiven Effekt, dass sie immer wieder die Möglichkeit hatte, sich entspannt zurückzulehnen und einfach meinen Worten zu lauschen und in die Geschichte weiter abzutauchen. Und dann hatte sie wieder eine kleine Stelle übernommen und dann hatte sie wieder die Möglichkeit, sich zu entspannen und in der Geschichte abzutauchen. Das finde ich ganz, ganz wichtig und das hat bei ihr den Sprung geschafft vom ich kann alles lesen hin zum flüssigen Lesen. Und als sechsten Punkt, der so ein bisschen abseits von den anderen ist, dass wir ein Stück weit weg abrücken von diesem, nun liest doch mal etwas flüssiger, warum stockt denn das so? Hin, dass du den Fokus auf das verstehende Lesen richtest. Denn, und das sollte uns ja bewusst sein, warum lesen wir denn überhaupt? Ja, wir lesen, die Kompetenz des Lesens wenden wir an, wenn wir uns einen Inhalt erschließen wollen. Darum lesen wir einen bestimmten Artikel in der Zeitung oder lesen einen Roman, weil wir den Inhalt wissen wollen. Und das ist auch für dein Kind entscheidend. Kann es denn wirklich bei dem, was es da liest, am Ende den Inhalt erschließen? Leg doch in Zukunft den Fokus mal etwas mehr darauf. Also wenn dein Kind ein Buch oder ähnliches zu Ende gelesen hat, stell doch mal Verständnisfragen. Hat dein Kind wirklich erfasst, was es da gelesen hat? Das ist in dem Moment viel, viel wichtiger, dass das dein Kind wirklich inhaltlich erschließen kann. Und du wirst sehen, das flüssige Lesen, das kommt dann automatisch noch, wenn dein Kind einfach immer mehr das Lesen übt. Okay, ich hoffe, diese 5+1 Tipps haben dir geholfen, ein bisschen Verständnis zu haben und einmal zu überprüfen, okay, wo hapert es vielleicht noch? Habt ihr vielleicht nicht so das richtige Lesematerial oder gibt es da noch ein paar Lautverbindungen, die dein Kind noch nicht so sicher beherrscht? Und da gezielt ansetzen, den Fokus auf das verstehende Lesen richten und dann glaube ich, dass ihr da mehr Leichtigkeit in das Lesen bekommt und dass es dann im Endeffekt auch flüssiger wird. Wenn dich die Antwort nochmal in schriftlicher Form interessiert, dann findest du unten in der Beschreibung den Link zu meinem Ratgeber. Den kannst du dir da gerne kostenlos holen. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du es positiv bewertest. Vielleicht sehen wir uns auch mal persönlich im virtuellen Klassenzimmer in einer Sprechstunde. Das würde mich sehr freuen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis ganz bald.